Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst auf YouTube der Kirchengemeinde Großsold-Kleinsold im schönen Angeln am Ende eines Jahres, wo so mancher sagen wird, Gott sei Dank, dass es vorbei ist. Aber wird das nächste Jahr gleich automatisch besser sein? Und waren nicht auch im Jahr 2020 Momente, die wir auf keinen Fall missen wollen? Auch in diesem Jahr wurden Kinder geboren, Ehen geschlossen, haben Herzen zueinander gefunden. Auch dieses Jahr hatte seine Schönheit und seine Kostbarkeit, seine wichtigen und wertvollen Momente. Und ganz sicher ist es ein Jahr, das uns allen sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Als wir unseren neuen Pfadfinderbus bekommen haben und er das Kennzeichen SL EV 2020 bekommen hat, sagte der Autohändler, ich nehme mal dieses Jahr, das vergessen wir so schnell nicht. Und ich glaube, er hat recht. Nun ist es vorbei. Das Jahr 2020 ist so gut wie zu Ende. Und ein neues Jahr liegt vor uns. Voller Hoffnung. Wird es gelingen, durch eine gute Impfquote die Pandemie einzugrenzen? Wird es so langsam aber sicher wieder so etwas wie normal werden in dem Jahr? Werden wir womöglich etwas vermissen? Oder werden wir dankbar sein, irgendwann vielleicht ohne Maske in ein Geschäft gehen zu können, ohne Reservierung in ein Restaurant und Weihnachten wieder in die Kirche? So stehen wir am Anfang eines neuen Jahres. Und deshalb feiern wir eben Gottesdienst, weil wir das alte Jahr in Gottes Hand geben wollen und das neue aus seiner Hand nehmen wollen. Amen. Ich lese dem Psalm 121 zum Altersabend. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr behüte deinen Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich der Tag die Sonne nicht steche und der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Der Herr behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, du mein Gott, meine Zeit steht in deinen Händen. Mit diesem Bewusstsein verlassen wir das Jahr. Mit diesem Bewusstsein möchte ich das neue Jahr beginnen. Ewiger, gütiger Gott, das vergangene Jahr legen wir zurück in deine Hände, das Schöne und das Schwere. Wir danken dir für deine Gegenwart und Güte, für deine Liebe und Zuwendung. Wir bitten dich um Trost und Hilfe, Vergebung und Heilung, damit wir frei werden für einen neuen Anfang. Gott aller Zeit, dieses Jahr geht zu Ende. Was wir auch erlebt haben, du warst bei uns. Dafür danken wir dir. Hilf du uns bewältigen, was Leid gebracht hat. Vergib uns, wo wir schuldig geworden sind und mach uns frei zu einem neuen Anfang. Schenke uns Gewissheit, dass uns nichts scheiden kann von deiner Liebe, den Jesus Christus ist, deinem Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Hier in Großsold machen wir das immer so, dass wir unseren Silvestergottesdienst so machen, dass wir einen Jahresrückblick mit der alten Jahreslosung machen und dann noch einen Jahresausblick mit der neuen Jahreslosung. Und jedes Mal wieder beim Gottesdienst frage ich meine Gemeinde: Wissen Sie noch die Jahreslosung von 2020? Haben Sie die noch im Kopf? Ich muss meistens tatsächlich nachgucken, aber dieses besondere Jahr 2020 tatsächlich nicht, denn sie hat mich wirklich begleitet. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich ahnte vor einem Jahr nicht, wie passend diese Jahreslosung für 2020 sein würde. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Diese Diskussion auch um den Glauben hat uns auch stark in der Kirche beschäftigt. Zum Beispiel bei der Frage, halten wir an Gottesdiensten fest? Da gab es die einen, die gesagt haben, wir haben doch Glauben und Vertrauen, da wird Gott doch auf uns aufpassen und es wird schon nichts passieren, bei uns wird sich doch keiner anstecken. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, das hat doch bitte mit Glauben nichts zu tun und guck doch mal auf die Ergebnisse. Waren denn die Christen in Korea, die sich angesteckt haben, weniger gläubig als wir oder die in den Vereinigten Staaten? Gottesdienste wurden eine Zeit lang unter den am
gefährlichsten und riskantesten zu besuchenden Veranstaltungen während der Pandemie gelistet. Wenn du richtig mutig bist, dann gehe in die Kirche. Hier bei uns in Großsold waren die Fallzahlen nie so hoch, dass es wirklich eine Mutprobe gewesen wäre, zum Gottesdienst zu gehen. Und doch haben wir uns das auch gefragt. Was können wir riskieren? Und hat es was mit Glauben zu tun? Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Gebet eines Vaters, der Jesus um ein Wunder bittet für sein Kind, verrät so viel, was Glauben eigentlich ist. Es ist nämlich nicht so ein angestrengtes Fürwahrhalten von Dingen, die völlig unwahrscheinlich sind. Es ist nicht dieses Bestehen darauf, dass Gott dies oder jenes zu tun habe, sondern es ist immer ein umkämpftes, wackelndes, zweifelndes Vertrauen wollen. Hilf meinem Unglauben gehört dazu. Wir können uns nicht auf Gott so verlassen, wir können ihm nur vertrauen, wir können ihm nur das, was wir haben, hinhalten, hinlegen, es loslassen und Gott vertrauen, dass er das Beste daraus macht. Und das brauchten wir im Jahr 2020, wo eben alles das, was wir selber festhalten konnten, plötzlich wackelig geworden ist, wo wirklich verlässliche Dinge plötzlich nicht mehr stattfanden. Wo Dinge, von denen man angenommen hat, die machen als letztes zu, plötzlich verschlossene Türen hatten. Kaufhäuser, Theater, Kinos, sogar die Kirche. Worauf kann ich mich verlassen? Was ist eigentlich beständig? Vertraue auf Gott. Halte dich an ihm fest, gerade weil er nicht aus Beton ist, gerade weil er nicht zu den vermeintlichen Gewissheiten dieser Welt gehört, sondern gerade weil er lebendig ist, gerade weil man ihn nicht so richtig zu fassen kriegt. Aber gerade deshalb ist er treu. Treu auch in der Pandemie, treu auch im Leiden, treu sogar, wenn wir sterben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gottes Barmherzigkeit ist so groß, dass er sogar uns beim Glauben hilft. Dass er uns beisteht, wenn wir ihm vertrauen wollen und merken, wir können es nicht. Wenn unsere Hoffnung schwindet, wenn sich so eine komische Leere ausbreitet oder diese Müdigkeit, die wir alle irgendwie aus diesem Jahr 2020 kennen, dann hilft uns Gott sogar zum Glauben. Dann reicht uns Jesus die Hand und zieht uns aus dem Wasser und hilft uns wieder, Boden unter die Füße zu kriegen. Gott sei Dank. Amen. Thank you.
Jahresausblick auf 2021. Den Jahresrückblick 2020 habe ich mit einem Blick auf die Barmherzigkeit Gottes beschlossen. Das war Absicht. Denn die neue Jahreslosung heißt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und ich liebe dieses Wort barmherzig und Barmherzigkeit. Es gehört zu diesen wunderschönen alten Worten, die man selber kaum noch braucht. Oder wenn, dann in der Negation, in der verneinten Form. Jeder von uns weiß, was unbarmherzig ist. Die Pandemie zum Beispiel war ganz furchtbar unbarmherzig. Sie hat überhaupt nicht gedealt, nicht gefeilscht. Sie hat keine Kompromisse zugelassen. Sie hat gesagt, nein, entweder alle oder keiner. Und wenn ein Infizierter in der Gruppe ist, dann reicht das. Und wenn einer keine Maske trägt, dann wird der krank. Und wenn man 100 Begegnungen hatte und alle waren okay und dann die 101. war leider jemand, der ansteckend war. Und wenn du ein super Hygienekonzept hast mit nur einem Fehler, dann reicht das. Unbarmherzig, oder? Kann man nicht sagen, 99% ist auch schon ganz gut? So haben wir es doch gelernt, irgendwann mal in der Schule. Der kleine Philipp hat sich ja bemüht. Geben wir ihm doch noch mal ein paar Punkte hier und da. Ist zwar nicht alles richtig, was er rausgerechnet hat, aber guck mal, der Ansatz stimmte doch schon mal. Und in dieser Pandemie musste man umlernen. Man musste plötzlich mit einem Gegner rechnen, der absolut keine Fehler verzeiht. Und Gott ist anders. Gott ist anders. Er ist barmherzig. Er sieht unser Herz, er sieht unser Bemühen, er sieht, wenn wir das Gute meinen und es doch nur irgendwie beknackt hinkriegen. Er weiß, wie viele dumme Sachen wir machen, weil wir selber doch nur verletzliche und manchmal sehnsüchtige und traurige Wesen sind. Wo unsere Grantigkeit ein Schrei nach Liebe ist oder unsere harten Worte nur das sind, was wir selber als Kinder gehört haben. Gott sieht das alles. Und deshalb ist er barmherzig. Deshalb nimmt er uns trotzige und manchmal garstige Kinder in seinen Arm und sagt, ist ja gut. Ich hab dich lieb. Ich passe auf dich auf. Hab keine Angst. So ein barmherziger Gott. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ja. Von Gott Barmherzigkeit lernen, das ist eine große Aufgabe für das Jahr 2021. Sich dieser Barmherzigkeit Gottes überhaupt erst aussetzen, ist schon eine große Aufgabe. Das zuzulassen, dass er uns in den Arm nimmt, das zuzulassen, dass er unsere Fehler, unsere Ecken, unsere Kanten, unsere Sehnsüchte und Ängste, dass er die anguckt, dass er die anfasst, dass er uns dabei in die Augen schaut und uns schließlich in die Arme schließt und sagt, du bist mein Kind. Aufhören zu zappeln und zu wüten und Gott immer wieder von uns wegzustoßen. Alles selber hinkriegen zu wollen, selber toll sein zu wollen und uns einzureden, das ist alles gar nicht so schlimm und das war auch alles gar nicht so schrecklich
Und so doll ist meine Angst auch nicht und meine Sehnsucht, die kriege ich auch anders gestillt, dann schalte ich halt das Fernsehen an oder kaufe mir was Tolles und übermale meine Traurigkeit. Sich Gottes Barmherzigkeit auszusetzen, das ist schon eine große Aufgabe für das Jahr 2021. Und wenn wir diese Barmherzigkeit spüren und erleben lernen, dann der eigenen Barmherzigkeit Raum zu geben im Herzen. Was ist das für ein Verzicht? 5 gerade sein zu lassen, bei kleinen Sachen fällt das leicht. Aber es setzt immer eine Kraft voraus, die wir uns nicht backen können. Ein Reichtum voraus, den wir nicht erwerben können. Lernt es, sagt Jesus, barmherzig zu sein. Und lernt es, wie gut es dem anderen tut, wenn du ihn loslässt. Wenn du ihn nicht würgst und schüttelst, bis er den letzten Cent bezahlt hat. Wenn du darauf verzichtest, ihn noch zu demütigen, wenn er schon gesagt hat, dass es ihm leid tut. Wenn du es nachlässt, anderen bewusst weh zu tun, weil sie es doch verdient haben. Sondern wenn du lernst, barmherzig zu sein. Auch die anderen zu sehen mit ihren Nöten und ihren Sehnsüchten und Ängsten, wie du selber sie ja auch hast. Für möglich zu halten, dass der andere es gar nicht böse meint. Und tatsächlich auch das böse Gemeinte zu verzeihen. Schuld loszulassen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und letztlich tut es dir selber gut. Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Das ist nicht nur ein Spruch. Lerne das, das Loslassen, und du wirst merken, es ist leichter. Es ist wie ein Mühlstein, den du mit dir rumschleppst, all die Schuld anderer Leute. Was willst du damit? Mit dem Loslassen wirst du frei. Wird es leichter? Menschen werden sogar gesund, wenn sie aufhören, Schuld nachzutragen und es riskieren zu vergeben. Und das wäre ein Jahr 2021, völlig egal, wie die Umstände sind, ob wir das schaffen mit der Pandemie oder nicht und wer die Bundestagswahl gewinnt oder nicht. Wenn in diesem Jahr Menschen entdecken, barmherzig zu sein, dann wird es ein gutes und ein gesegnetes Jahr. Amen. Thank you.
Lasset uns Fürbitte halten. Gott, in allen Zeiten bist du da. Aus deiner Liebe leben wir. Darum breiten wir vor dir aus, was uns in der Gemeinde durch das Jahr bewegt hat. Gott, dir gehören wir im Leben und im Sterben. Menschen, die uns vertraut waren, die wir lieb haben, in unserem Herzen tragen, sind nun bei dir. Wir danken an sie, ihre Angehörigen und an die, die um sie trauern. Wir wissen sie bei dir. Gott, durch die Taufe gehören wir zu dir. Immer wieder konnten wir in diesem Jahr taufen, Kinder und Jugendliche in unsere Kirche, deine Hausgemeinschaft aufnehmen. Wir danken dir, dass du Menschen in deine Gegenwart rufst. Hilf uns, im Glauben zu wachsen und für unseren Nächsten da zu sein, von deiner Gegenwart zu berichten. Stärke in uns die Gewissheit, dass du uns liebst. Gott, du stärkst uns und segnest uns alle, die sich da dir anvertrauen. Jugendliche, die konfirmiert wurden. Ehepaare, die sich neu oder wieder neu unter deinen Segen gestellt haben. Gott, dass es in der Welt Liebe gibt, ist dein Geschenk. Gib allen die Gewissheit deiner guten bleibenden Nähe und hilf ihnen, sichere Schritte zu tun in eine neue Welt. Herr, unser Gott, wir bitten um Segen für jedes Haus, für das Miteinander der Menschen, dass die Liebe das letzte Wort behält und uns in unseren Plänen und Hoffnungen verbindet. Herr, unser Gott, wir denken heute an die Menschen, die in diesem Jahr aus unserer Kirche ausgetreten sind und an die Menschen, die in unsere Kirche eingetreten sind. Hilf uns, eine offene und lebendige Gemeinde zu sein, in der Menschen Heimat und Freiheit finden. Gott, wir bitten um dein Geleit aus dem alten Jahr in und durch das neue Jahr. Für alt und jung, krank und gesund, selbstbewusst und mutlos. Für Hungernde und Verzweifelte, für die Flüchtlinge, vor allem für die, die sich zu uns flüchten. Mach unsere Herzen weit, dass wir Frieden stiften, wo immer wir können. Dies alles bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bekannt zu geben ist nicht viel. Wir haben die Präsenzgottesdienste ausgesetzt.
Wir hoffen, am 10.01. wieder einsetzen zu können. Das allerdings ist auch von den Zahlen abhängig. Achtet bitte auf unsere Homepage und auf das, was in der Tagespresse steht. Wir alle müssen abwarten. Trotzdem wünsche ich euch und Ihnen ein wundervolles und segensreiches Jahr 2021. Geht in dieses Jahr mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.